Wir beschäftigen uns in Kapitel 2 mit dem Wahlsystem, Wahlen und Parteien in der Bundesrepublik Deutschland und hier zunächst grundlegend mit der Frage, was für ein politisches System ist das eigentlich, das wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und der Begriff Bundesrepublik weist bereits auf zwei wichtige Staatsstrukturprinzipien hin, nämlich das der Republik und das des Bundesstaates. Republik wird klassisch von Jean-Jacques Rousseau über den allgemeinen Volkswillen definiert, über das Allgemeinwohl. Und das wird in der Form, wie wir sie in der Bundesrepublik haben, durch eine parlamentarische Demokratie gewährleistet, durch eine Mehrheitsdemokratie mit Parteienwettbewerb. Wir haben keine Direktdemokratie, wie noch in der Weimarer Republik mit plebiszitären Elementen, wo beispielsweise der Reichspräsident für 7 Jahre direkt vom Volk gewählt wurde. Wir haben Elemente einer Konkordanzdemokratie, was so viel heißt, dass auch andere Akteure wie Verbände, wie die Länder an Gesetzänderungen teilnehmen. Wir haben einen offenen Staat, quasi das 6. Staatsstrukturprinzip, schon seit den 50er Jahren mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, mit den römischen Verträgen, mit dem Europäischen Währungssystem von 1979, aber auch vor allem den Maastrichter Verträgen haben wir hier Einflüsse der EU, aber auch der NATO, der Vereinten Nationen. Wir haben eine vertikale Gewaltenteilung, was so viel heißt, dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler an der Spitze steht, mit den Ministerien darunter und den Verwaltungen darunter. Wir haben eine horizontale Gewaltenteilung, was die Gewaltenteilung zwischen den klassischen Gewalten Exekutive, Legislative, Judikative betrifft. Wir haben einen Parteienstaat, der durch Artikel 21 des Grundgesetzes gesichert wird. Wo steht, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken? Wir haben einen Sozialstaat nach Artikel 20 des Grundgesetzes und wie Manfred Schmidt, ein relativ renommierter Politikwissenschaftler, sagt, haben wir einen Staat der großen Koalition. Das heißt, Bundestag und Bundesrat sind verpflichtet, zusammenzuarbeiten. In den Ausschüssen ist man verpflichtet, im Bundestag zusammenzuarbeiten, was so viel heißt, dass eben über Regierungsgrenzen hinaus Kooperationspflicht herrscht.